Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spyro 2. Wir haben in der letzten Folge Aquaria zu 100% abgeschlossen und ich dachte mir in der heutigen Folge, um unser Chaos wieder aufzuheben, versuchen wir doch einfach mal wieder ein bisschen zurückzukommen und ein paar Level abzuschließen zu 100%. Denn die Möglichkeit haben wir ja jetzt, wo ich nicht mehr ganz so confused von diesem Spiel bin. Und ich würde sagen, dann schließen wir heute ein paar Level zu 100% ab, denn wir haben ja überall schon ein bisschen angefangen und ein bisschen was angefangen, keine Ahnung. Und ich würde sagen, 100% wären doch schon nicht schlecht. Also werden wir das mal versuchen. So, wir sind jetzt ganz zurück am Anfang und können das erste Level quasi... Oh, hier kommen wir nicht hoch. Oh, da ist noch ein Edelstein. Und können quasi das erste Level nochmal neu starten. Hier ist es so beruhigend, Herst. Ein paar Leben können wir auch sammeln. So. Und dann würde ich sagen, ab in das erste Level, nämlich Glimmer. Ja, das wird heute so ein bisschen eine... Zwischendurchfolge, wo wir einfach mal alles auf 100% bringen. Und ab der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit neuen, wie sagt man, Portalen, Welten, Level, keine Ahnung. Also ich werde mal wieder alle Gegner besiegen, so weit wie wir gekommen sind. So, und ich glaube, ab hier haben wir diese Maus nicht mehr verfolgt. Also gucken. Alter. Also gucken wir mal, wo die Maus sich jetzt hinbegibt. Hier haben wir auch noch einige Edelsteine, die auf uns warten. Da sehe ich schon dieses Rattenvieh. Also ich meine eigentlich dieses Vieh da oben. So. Nimm mal einen Stein mit deinem Maul auf, indem du darauf zuckst. Jo. Okay. Das haben wir ja schon gehabt. Gucken wir mal. Achso, nee, ich wollte anvisieren. So. Und da haben wir die Echse oder dieses komische Vieh, keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ich habe es ehrlich gesagt wieder vergessen. Aber das haben wir auch erledigt. So, weiter geht's. Das hätten wir eigentlich gleich erledigen können, ich habe keine Ahnung. Ich war einfach zu verwirrt. So, wo geht's hin? Tell me. Ja? Was geht ab? Achso, anvisieren und... Na! Okay. Wir haben zu lange gebraucht. Oh, nice. So, weiter geht's. Okay, da kommen wir nicht hoch. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. So. Wo ist die Echse? Okay, das wird interessant, würde ich mal sagen. Wo läufst du hin? Komm. So. Und Toad. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Achso, doch, Echsen. Nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Ein Mädchen mit Flügeln? What? Strange. Oder muss ich die kennen? I don't know. So, wir haben die Kugeln hier erledigt. Gucken wir kurz ins Handbuch. Ne, uns fehlt noch eine Kugel. Ah ja, ich weiß schon. Du kannst so viele Steine haben, wie du willst. Okay, für was brauchen wir denn Steine? Können wir irgendwelche Dinge abschießen? Ja, eine Sache können wir noch nicht erledigen, weil wir eben noch nicht klettern können.
Aber wie viele Edelsteine fehlen uns denn noch? Ich würde nochmal gucken, ob ich Edelsteine finde. Und sonst sehen wir uns. Ja, für die letzte Kugel müssen wir da hochklettern. Denn da kriegen wir nochmal einen Flugdingsbums. Aber wir können noch nicht klettern. Das müssen wir wirklich auf später verschieben. Aber wir werden versuchen. Ach so. Okay, wir müssen die Quest nochmal kurz wiederholen. Oh, das war schlecht. So, die Quest haben wir schon erledigt an sich, aber ich werde es nochmal kurz machen. Der Vollständigkeit halber. Perfekt. Danke für deine Hilfe bei den Lampen. Ja, das kennen wir schon. Und die Kugel besitzen wir bereits. Aber ich würde auch gerne versuchen, hier reinzufliegen. Eieiei. Ganz schön Knäppchen. So. Na, ich will hier nur landen. Alles gut. Alles gut. So. Denn hier haben wir noch Edelsteine, die uns fehlen. Aber das waren leider nicht genug. Hm. 30 Edelsteine, die noch fehlen. Wo könnten die sein? Eieiei. Ich glaube, da wir so und so hier zurückkehren müssen in das Level, weil wir noch nicht klettern können, werden wir diese Edelsteine, die 30, erstmal noch abwarten und weiter ins nächste Level gehen. So, wir sind wieder zurück und ich würde sagen, oh, vielleicht können wir hier tauchen. Wartet. Okay, in diesem Fluss können wir nicht tauchen. Und auf uns wartet jemand. Hi. Sollen wir mit dir talken? Sieh im Handbuch nach, indem du Menü drückst und die Handbuchoption nutzt, um zu sehen, welche Talismane du schon hast. Ah ja, das haben wir gerade die ganze Zeit schon gemacht. Perfekt. Und dann gucken wir ein bisschen weiter. Nämlich das nächste Level wartet schon auf uns, was wir vervollständigen müssen. Aber ja gut. So, gucken wir mal. Also ich werde nochmal alle besiegen und dann gucken wir. Sie haben uns aus dem Tempel ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Jo, also ich werde erstmal natürlich wieder ein bisschen vorrushen, die ganzen Götzen töten und mal gucken. Hier haben wir, achso, das ist Marienkäfer. Ich dachte, das wäre irgendwas Wichtiges. Ja, die Frage ist immer noch, wie kommen wir dorthin? Und hier haben wir auch noch nicht getaucht, oder hier sind wir noch nicht getaucht. Das können wir natürlich machen. Aber alles, was wir schon gesehen haben, werde ich natürlich rauscutten. Weil die Monster müssen wir, also die Götzen, müssen wir ja trotzdem besiegen. Jetzt nochmal neu. Aber den ganzen Rest können wir schon mal looten. Hier sind echt witzige Fische drin. So, gucken wir mal. Hier haben wir noch einiges, was weg muss. Hier drüben habe ich auch gesehen, ein paar Edelsteinchen. So, aber ich glaube, das war's. Hier geht auch noch ein Weg weg. Okay, so, ob wir gleich dem Weg folgen sollen, dann fangen wir heute mal mit was Neuem an. Und machen dann kurz weiter mit den alten Sachen. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Hier haben wir Edelsteine. Okay. Und ein Rätsel und eine Kiste. Ich wurde hier mit all unseren Werkzeugen eingesperrt und diese riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir ihre drei Rätsel lösen. Oh, nicht schlecht. Für das erste Rätsel musst du alle Blöcke gelb färben. Wenn du Probleme hast, komm wieder zu mir. Okay. Gelb färben. Aha. Na, das könnte ja interessant werden. Okay. Ah, nee, das ist schon mal nicht gut.
Wartet mal. Was genau tun wir hier eigentlich? Im besten Fall... Nee, wartet. Machen wir das mal so und das auch so. So. Jetzt springen wir auf das. Ich bin ganz schlecht in solchen Rätseln. Ah, nee, fuck. Ich habe was vergessen. So, wartet. Hä? Wartet. Ah, das heißt, wir müssen... Wartet. Na, doch. Der hier muss an sein und der hier muss auch an sein. Damit wir jetzt diesen hier machen können. So. Jetzt machen wir das? Nee. Okay. 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 Ah nee, schon wieder. Oh doch, okay. Wow, Spyro, du hast es geschafft. Nicht, dass ich je an dir gezweifelt hätte. Komm für die nächste Herausforderung zum Teich. Okay. Dann können wir die fette Kiste haben, bitte? Anscheinend nicht. Aber dann gehen wir gleich für die nächste Herausforderung zum Teich. Okay, wir fangen gleich mit neuen Dingen an. So, wir sind im Teich, oder? So, wo steht der Typ? Dort drüben. Hallöchen. Dieser Kürze sagt, er hat Hunger und wird erst zufrieden sein, wenn er 10 Fische verschlungen hat. Sein Magen ist empfindlich. Er verträgt nicht alle Fischarten. Okay. Oh, er mag keinen roten Fisch. Ah, okay, hier unten steht's ja. Gelb und blau. Dann gucken wir mal. Okay, das Minispiel ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Es kommen auch keine roten Fische mehr. Okay, ein roter Fisch. Aber das ist irgendwie okay. So. Okay, Spyro. Nur noch ein Rätsel. Komm für deine letzte Herausforderung zu den farbigen Steinen. Ah, ich weiß schon. Da habe ich mich ja beim letzten Mal auch schon gefragt, was das genau sein soll. Aber gut. Oh, wir müssen Gegner bekämpfen. Oh ja. Ich habe schon wieder vergessen, dass es hier ja auch Gegner gibt. So, zu den farbigen Steingedöns. Okay. Oh, ob wir hier schwimmen können? Nee, also in Flüssen kann man anscheinend nicht tauchen. Ist wichtig, sich zu merken anscheinend. So. Eine Speicherfee. Wo müssen wir genau hin, ist natürlich die Frage. Hier müssen wir ein bisschen... Einiges erledigen. Okay. Ich glaube, wir haben hier alles. Dann... Oh Gott, zu weit. Dann eine Runde weiter. Dankeschön fürs Tür aufmachen. So, hier haben wir nochmal eine Speicherfee. Und den Typen und den Bauarbeiter. Okay. Dann let's go. In der richtigen Reihenfolge auf die Steine, um das Rätsel zu lösen. Ich weiß nur, welcher zuerst dran ist. Den Rest musst du selbst rausfinden. Okay. Welcher ist zuerst dran? Der in der Mitte. Also wir haben ein Quadrat mit einem Stern. Es ist die Frage, ob wir auf ein Quadrat... Nein, wir können nicht auf ein Quadrat springen. Das heißt, wir müssen auf einen Stern springen. Das heißt, ich würde sagen, wir springen dorthin. Das bedeutet, wir müssen auf den Kreis springen. Dürfen wir denn hier rausgehen? Achso, ja. So, jetzt... Wartet, was? Auf den Kreis? Hä? Wartet, was?
Jetzt bin ich komplett confused, oder? Von dem Stern sind wir auf das... Ah, die Farbe. Nein, nicht die Farbe. Die Farbe macht gar keinen Sinn. Ach so, doch, jetzt passt wieder alles. Oh nein, es passt nichts. Okay. Hupsi. Also, wir haben ein Quadrat. Na, wir haben einen Stern, also springen wir auf einen Stern. So, das macht aber gar keinen Sinn. Aber es hat gepasst. Ey, ich weiß echt nicht. Ich verstehe es nicht, aber anscheinend haben wir es richtig gemacht. Okay, das passt nicht, also nochmal. Ist ja nicht so schwierig. Von hier auf das hier. Auf das hier. Auf das hier. So, jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir einen Mond, also werden wir auf jeden Fall auf den Mond springen. Also ich habe keine Ahnung, wie dieses Rätsel funktioniert. Gute Arbeit, Spyro. Du bist ziemlich schlau für einen Drachen. Ich habe für dich nur dieses glänzende Ding aus unserem Werkzeugkasten. Eine neue Kugel. Nice. Okay. Wir können mal kurz ins Handbuch gucken. Zwei Kugeln und es fehlen noch ein paar Edelsteine. Ist natürlich die Frage, wo die jetzt genau fehlen. Achso, ich weiß schon. Ich weiß schon. Hallo? Wie kommen wir hier raus? Boah. Diese Steuerung macht mich immer noch fertig. So, wir müssen nämlich noch... Hier, glaube ich, haben wir echt nichts übersehen. Aber wir müssen noch hier hinkommen. Dort hoch. Und ich weiß noch nicht, wie wir das schaffen sollen. Außer, dass wir dort oben irgendwo runterspringen. Also, let's go. Irgendwo hier konnten wir einen anderen Weg gehen. Ah ja, hier kriegen wir den Götzen. Ja, den hatten wir eh schon. Aber hier müssen wir weiterlaufen. Also, falls jemand das Rätsel hier unten verstanden hat, bitte erklärt es mir. Ich habe keine Ahnung. So. Oh mein Gott, ich habe ehrlich gesagt vergessen. Wie ging das mit Springen? Oh mein Gott, was muss man drücken? Oh Gott, ich glaube Y, oder? Ja, offiziell haben wir ja das schon erledigt. Aber wir müssen noch weitergehen. Also ich glaube in diese Richtung. Oh. Von hier? Nein! Okay, was war das für eine Taste? Wir können ja hier gerade üben. Eieiei, ich habe das ehrlich gesagt vergessen. Es war schon Y, oder? Hallo? So, versuchen wir es nochmal. Ah. Ich glaube, wir kriegen noch Probleme, weil ich den Sprung nicht hinkriegen werde. Aber ja gut. So, hier waren wir auch überall. Bei den Götzinnen können wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwelche Edelsteine vergessen haben. Aber ich glaube nicht. Und dann können wir von hier... Ne, von hier können wir auch nicht hier runter. Hä? Kommt man nicht hier irgendwo an den Anfang wieder zurück? War das nicht so? Oh mein Gott. Okay, ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Hui, okay, immer noch nicht. So, jetzt sind wir am Anfang. Oder? Ne, noch nicht. Ah, wir sind noch nicht am Anfang. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Okay, bisher läuft's. So, jetzt sind wir am Anfang. Oh mein Gott. Ja, okay. Oh mein Gott. Okay. Und wir haben es geschafft. Level zu 100% abgeschlossen. Dann ab zum Portal. Und da sind wir auch schon wieder zurück.
Wir sind zurück im Schloss und haben die Hurikos Map noch vor uns zum Vervollständigen. Und dann fehlt uns nur noch Sonnenstrand und Hurikos. Die beiden Maps müssen wir noch vervollständigen und dann geht's weiter mit neuen Maps. Ich freue mich schon. Hier haben wir ja auch einiges zu tun. Die Handwerker haben schon immer. Ja. Mit denen haben wir schon getalkt. Ich werde mal wieder alles erledigen bis dahin, wo wir dann aufgehört haben. Also bis dahin. Und so schnell kann es gehen. Huiuiui. Und wir haben es geschafft. Das, was wir beim letzten Mal ungefähr 3 Milliarden Mal probiert haben. Spyro, siehst du das große Gebäude da drüben? Die Handwerker stehlen da mit unserem Strom. Bitte hilf uns. Schalte die Maschinen im Inneren aus. Okay. Welches große Gebäude überhaupt? Das da? Ja, wahrscheinlich das. Dann versuchen wir uns mal hier oben ein bisschen fortzubewegen und noch zu looten. Oh mein Gott. Ich sehe das jetzt schon kommen. Das wird nicht einfach. Okay. Naja. Gut. So, die Frage ist jetzt nur, müssen wir hier entlang oder müssen wir dort entlang? Ah, okay. Sieht nicht so aus, als müssen wir hier entlang. Dann müssen wir wohl hier entlang. Oh mein Gott, okay. Wir sehen uns gleich wieder dort oben. So. Hui. Okay, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Heuiuiui. Spyro, du schlägst dich gut. Nimm dieses kleine Schmuckstück als Glücksbringer. Falls du Fragen zur Stilllegung der Fabrik hast, wende dich einfach an mich. Okay. Die nächsten Gleitflüge werden knifflig. Du wirst schweben müssen. Drück Aktion beim Gleiten, um zu schweben und höher zu kommen. Denk dran, Aktion zu drücken, wenn du ganz in der Nähe der Windmühle bist. Sonst schaffst du es nicht. Oh Gott, okay. Eieiei. Die Frage ist nur, wo müssen wir überhaupt hin? Eieiei, okay. Wir haben es geschafft. Ich weiß nur nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. So, gucken wir mal hier noch nicht, glaube ich. Ich glaube, wir müssen auf die andere Windmühle. Ja, okay. Okay, oh mein Gott. Ah, das wäre unsere Chance gewesen. Oder das vielleicht. Okay. Hat ja schon mal ganz gut geklappt. Ob wir dort auch noch irgendwas looten könnten? Hm. Dann fahren wir mal hier eine Runde, weil wir wollen ja keine Risiken eingehen. Und versuchen da drüber zu kommen. Hook. Das war knapp. Das war ein bisschen knapp. So, hier zurück. Okay. Ein bisschen seltsam. Dass wir jetzt hier zurück müssen. Aber wird schon richtig sein. Hui. Nein! Oh Gott, damit. Was? Okay, wir sehen uns gleich wieder.
Okay, hier haben wir wenigstens einen Shortcut. So, dass wir die anderen Dinge nicht mehr machen müssen. So, wir sind wieder zurück. Und werden diesen Sprung erneut schaffen. Hoffentlich. Oh mein Gott, boah, das war schon wieder knapp. Aber wir können es schaffen. Analysieren wir mal, was hier gerade passiert. Okay. Okay. Wir sind wieder erneut hier. Und wir haben es geschafft. Hilfe! Der Schalter zum Ausschalten der Handwerkerfabrik ist in diesem Raum, aber es ist schrecklich laut da drin. Oh. Cute Pie. So, alle Edelsteine gesammelt. Woo! Stillgelegt hast. Hier, das habe ich im Getriebe gefunden. Du kannst es haben, wenn du willst. Warum liegen diese Kugeln überall rum, Leute? What the fuck? In den Flossen, im Getriebe. Also mich würde jetzt interessieren, was passiert, wenn wir hier diese Kugeln reinlegen. Aber das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu viel Aufwand, ehrlich gesagt. Und wir haben alles abgeschlossen. Oh, okay. Das steht still. Hui, also langsam funktioniert es mit dem Springen ja einigermaßen. So, wir sind zurück am Sonnenstrand. Wir haben ja quasi schon alles Wichtiges erledigt, außer die Babyschildkröten befreit. Sonst sollten wir, glaube ich, alles erledigt haben. Aber das müssen wir natürlich noch mal kurz erledigen. Blöd, dass ich das echt nicht gemacht habe im Vorhinein schon. Aber ja gut, passiert. Ich war irgendwie zu confused von diesem Game. Aber wir kriegen das schon hin. So. Also bis dahin sehen wir uns gleich. So, als nächstes steht die Befreiung aller Kisten an. Das haben wir schon mal angefangen. Also sollten wir das ja schnell erledigt haben. Hier oben war, glaube ich, auch eine. So, gucken wir mal. Oh, hallo? Alter. Laufen ist schon extrem schwierig. Den Seestern nehmen wir noch mit. So, jetzt haben wir noch eine Kiste dort oben. Und dann müssen wir weiter durchs Wasser. Okay. Ja, ich sollte vielleicht laufen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das haben wir. Okay. Wir holen uns nochmal neue Energie. Holen wir uns neue Energie und dann ab ins Wasser mit uns. Komm, tauch einfach. Tauch. So gut du tauchen kannst. Ja. Hier haben wir, glaube ich, eh alles abgeschlossen. Und dann geht's wieder zurück. Oh, nahe gekommen. Hallo? Manchmal ist dieses Spiel echt, boah. Ich hoffe, wir haben keine Unterwasserlevel mehr, ganz ehrlich. Ich
Ich hoffe, dass inständig, dass wir keine Unterwasserlevel mehr haben. Huiuiui. Aber weiter geht's. Und der Sprung ins letzte Wasserbecken fehlt uns, ne? Dann müssen wir erstmal hier hochklettern. Oh Gott, mal gucken, ob wir das schaffen. Zeitlich. So. Oh mein Gott. So, und hier wieder hoch. Aua. Okay. Wir hätten vielleicht vorher die Gegner besiegen sollen. Ja. Sehr gut. Okay. Da machen wir einfach noch einen Try. Das ist kein Thema. So, wir kommen hier raus. Oder wie sieht's aus? So, tauchen wir nochmal unter. Komm. Unterwasserwelt. Ich will dich kennenlernen. So, wo kommen wir denn überhaupt raus? Hä? Gar nicht hier? Oder wie jetzt? Doch, doch, wir müssen ja irgendwo hier rauskommen. Ah, oder? Hier? Bist du hier? Tunnel? Seestern. Ah ja, hier kommen wir raus. Okay, wir kommen hier raus und müssen am besten Fall hier rüberlaufen. Okay. Das schaffen wir vielleicht. So. Versuchen wir es nochmal. Oh mein Gott. Denn es hätte ja schon quasi klappen können. Okay. Wir haben es. Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Uns fehlt noch eine Kiste. Okay. Dann müssen wir kurz gucken. Ja, ich weiß schon, welche Kiste noch fehlt. Okay. Dann können wir kurz das da drüben ansprechen. Oh. Hier kommen wir noch nicht hoch, weil uns fehlt noch die Kletter. Ich wollte sagen, die Sprungfähigkeit. Nein, die Kletterfähigkeit fehlt uns noch. Aber dann jagen wir auch kurz diese Schildkröte. Hier hoch, um wirklich das Level vollständig auch abschließen zu können. So, passt. Perfekt. Dann gehen wir noch einmal zurück und holen die letzte Kiste, die ich versehentlich vergessen habe. So, wo ist der Durchgang? Hier ist der Durchgang. Hier ist der Durchgang. Dann haben wir noch eine Kiste, die ich leider vergessen habe. Sorry. Die ist dort drin, nämlich. So, upsi. Darauf habe ich total vergessen. Denn die ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir können ja schießen. Sehr beeindruckend. Nimm bitte dieses heilige Dingsbums als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Warum kriegen wir echt nur gelumpt von denen? Jetzt mal ehrlich. So. Jetzt können wir zurück und das Level abschließen. Denn die restlichen Edelsteine, die dort drüben, und die restlichen Kugeln können wir erst bekommen, wenn wir... Hallo? Wenn wir denn klettern können. Also, wir haben jetzt, wir können kurz gucken, 380, also uns fehlen nicht mehr viele Edelsteine und eins von drei... Die Babyschildkröten werden. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Wir haben eins von drei Kugeln.
Weiter geht's leider noch nicht. Also geht's zurück. Und ich würde auch sagen, das war's mit dieser Folge. Hier können wir nochmal den Babyschildkröten zugucken. Jetzt haben wir schon wieder keinen Ton. Irgendwie seltsam. Aber ja gut. Also, ich würde sagen, ich glaube, das war's mit dieser Folge. Wir können ja gucken, in der nächsten Folge gibt es, glaube ich, eine neue Map gibt es noch in dieser Welt. Gibt es noch eine neue Map, die wir uns auf jeden Fall angucken können. Und ab jetzt kommen wieder normale pro Part ein Level Folgen. Ja, also ein bisschen relaxter als heute. Heute wollte ich einfach nur mal die Level abschließen. Wir können ja mal gucken. Ja. Im Sommerwald haben wir Glimmer, Götzenquell, Koloss. Das ist die Map, die wir beim nächsten Mal machen können. Da waren wir noch nie. Hyrikos, Sonnenstrand und Aquara. Ja, ihr seht, es fühlt sich langsam. Ozeanstrecke, ja, darüber haben wir schon gesprochen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann bei den Kolossen. Ciao!